Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Part in diesem wunderschönen Let's Play. Es ist momentan richtig spannend in der Tabelle. Wir können echt erstaunlich gut mithalten und zeigen ganz gute Leistungen. Schauen wir gleich mal rein. Zuletzt immerhin gegen zwei starke Gegner wieder 4 Punkte geholt. Und jetzt wird es auch ziemlich schwierig in dem Part. Wir haben nämlich jetzt den FC Linfield, die sind Sechster, nur einen Punkt hinter uns. Und dann Glentoran, die sind Vierter mit gleich vielen Punkten. Das heißt, da wird sich ziemlich viel entscheiden, also entscheiden, ob wir uns da oben eben festsetzen können oder nicht. Und ja, gibt leider eine schlechte Nachricht. Chris Lavery hat sich jetzt beim Reservespiel verletzt. Es gab gerade Länderspielpause und ich habe sie verfügbar gemacht für die Reserve. Der fällt für bis zu 5 Wochen aus, was natürlich sehr bitter ist. Das heißt, es ist ja fast bis in den Dezember rein. Ich muss mal schauen, haben wir eigentlich Winterpause? Nein, gar nicht. Da wird komplett durchgespielt. Das ist auch interessant. Zweimal auswärts gegen den gleichen Gegner. Naja, sehr bitter. Aber was soll man machen? Ist halt so, nehmen wir Taggart mit. Und ja, McCloskey kann notfalls links spielen, falls Carmichael mal ausfallen sollte oder so. Also da haben wir zumindest noch eine Alternative. Gut. Ansonsten würde ich sagen, bleiben wir bei der etwas defensiveren Variante mit dem 4-3-3. Jetzt gegen die zwei starken Gegner ist das vielleicht eine ganz gute Variante. Und ja, dann hoffe ich mal, dass es ähnlich gut läuft und wir wirklich da ein paar Punkte mitnehmen können. Das sind natürlich jetzt die Big Points. So, Partie hier verschoben. Gut, also, Mannschaft ist topfit, Spielpraxis ist gut. Das sieht auf jeden Fall nicht so schlecht aus. Lecker, ob wir von da unten noch irgendwer mitnehmen müssen, aber ich glaube, wir sind da sehr, sehr gut besetzt. Keul ist ein bisschen müde, weil er auch bei der Reserve gespielt hat, aber der würde es durchhalten, wenn wir ihn notfalls mal einwechseln müssten. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Was sagen wir? Wir haben nichts zu verlieren. Ich bin ja wirklich gespannt, wie es jetzt bei uns weiterläuft. Ich glaube, da, also um unser Saisonziel zu verfehlen, da muss schon unfassbar viel passieren. Also ich glaube, für unsere Reputation wird dieses Jahr jetzt bei Portadown extrem gut sein. Und dann bin ich echt gespannt. Einige von euch haben ja geschrieben, ich soll vielleicht, wenn wir es schaffen, uns für ein internationales Spiel zu qualifizieren, das noch mitmachen. Also dann eher noch bleiben. Andere haben geschrieben, es ist ihnen egal. Niemand hat wirklich geschrieben, ich soll weiterziehen. Aber bin noch immer für Meinungen offen. Falls ihr eure Meinung noch nicht abgegeben habt, bitte ab in die Kommentare. Wir haben auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Zeit zum Ende des Jahres und wollen natürlich so erfolgreich wie nur irgendwie möglich sein mit dieser Mannschaft. Vor allem, weil ich den Club jetzt auch wirklich mag, der mir auch schon ein bisschen ans Herz gewachsen ist. Ich glaube, das kennt ihr ja auch, wenn ihr selber mit einem Verein spielt. Selbst wenn ihr ihn zuvor vielleicht gar nicht gekannt habt, da wächst einem einfach mal ans Herz. Charles mit der guten Chance, aber gute Parade von Parker. Der ist im 1 gegen 1 richtig stark, oder? 7. Richtig stark. Ja. Liegt wohl einfach daran, dass im FM in dem Jahr die 1 gegen 1 Situationen so extrem sind. Also bisher haben wir leichte Vorteile, was die Anzahl der Chancen angeht. Boah, gut antizipiert von McCloskey. Der Rückpass zu kurz, aber Antolovic mit der Parade. Gut wieder rausgespielt vom Falconer. Knowles hat den Ball noch und ah, schade. Platziert er nicht gut auf McCloskey, der war da am langen Eck. Hi. Gegner ist sehr müde, die hatten gerade Pokalrunde. Das ist auch kein Nachteil für uns. Also vielleicht gerade in der zweiten Halbzeit. Und für uns dann die Chance, gegen einen müden Gegner die Punkte zu machen. Sally setzt sich nicht durch, schade. Guter Kopfball, aber wir bleiben nicht im Ballbesitz. Boah, das ist eine verrückte Partie bisher. Also fußballerisch ein Desaster. McCloskey, den kriegen sie heute nicht so wirklich in den Griff.
Der macht bisher ein ganz gutes Spiel. Gut gemacht von Carmichael. Sally ist zu klein, McCloskey. Aber wir sind gut drauf. Linfield ist, glaube ich, der einzige Club, den ich in Nordirland wirklich kenne. Hauptsächlich durch erste Runden in irgendwelchen internationalen Spielen. Die sind dann ja meistens in irgendwelchen Qualifikationsrunden noch dabei und fliegen dann halt meist nach der ersten Runde raus. Gefährliche Flanke, die segelt ziemlich durch. Gut geblockt. Carmichael, kommt da jetzt die Konterchance? Ich glaube, das dauert zu lang, oder? Nein, toller Pass. Gallagher ist durch. Schade. Gallagher hätte ich es gegönnt, dass der mal trifft. Der spielt zuletzt ja richtig gut. Aber generell muss man sagen, dass man spielerisch gegen so einen starken Gegner sehr zufrieden sein kann. Man sieht halt wirklich, die sind komplett fertig. Also in der zweiten Halbzeit natürlich dann eine Riesenchance für uns, wenn bei denen dann die Kraft wirklich komplett nachlassen sollte. Und der geht komplett durch und Sally macht er nicht. Das ist bitter. So. Bin mit eurer Leistung zufrieden, macht weiter so. 10 zu 2 Schüsse, ich würde sagen, wir werden ganz normal weitermachen. Müssen geduldig bleiben, Gegner wird müder werden und auf das warten wir jetzt einfach. Nicht zu viel Risiko gehen, wollen auch nicht unnötig riskieren, ein Tor einzufangen. Jetzt die Konterchance, Carmichael, Gallagher Best. Vorne ist noch, ja, unwichtig. Nehmen wir richtig gefährlich, aber super Grätsche. McNally war das. Also auch wenn wir bisher die bessere Mannschaft sind, müssen wir da auf jeden Fall aufpassen. So eine Chance reicht dann halt schnell mal, um die Partie zu verlieren. Nächste Chance. Wieder gefährlich. Die Ansprache ging daneben. Und ich glaube, wir werden dann aber trotzdem aufs 4-2-3-1 umstellen. Warten wir vielleicht noch ein bisschen, aber so in der 75. oder so vielleicht. Gallagher mit dem guten Seitenwechsel. McCloskey leider zu zentral. Maurice hält ihn im Spiel und zwar für die Gegner und macht dann das Foul. In der 75. werden wir trotzdem ein bisschen mehr Risiko gehen. So, also ich bringe Tipton vorne rein für Gallagher. Das machen wir so. Tipton, wie gut ist sein Abschluss? 7. Ich überlege, ob ich den auf Support stellen soll oder auf Attack. Ich glaube, ich werde ihn auf Support stellen. Dann bringen wir noch Taggart rechts für McCloskey. 6,2 die Note. Also ganz ehrlich, wenn das jetzt unentschieden ausgeht, können wir auch sehr gut damit leben gegen Linfield. Wichtig ist einfach immer weiter zu punkten. Und das machen wir als deutlich stärkere Mannschaft. Schade drum, aber ich sage einfach mal, dass sie trotzdem gut gespielt haben und das gut gemacht haben, weil eigentlich alle mit einer Niederlage gerechnet haben, was ja eh stimmt. Und jetzt schauen wir das mal gegen Glenavan.
ja, eine ähnlich gute Leistung erzielen, damit wir da zumindest auch wieder punkten. Wie gesagt, da kann man mit Punkten, mit einem Unentschieden auf jeden Fall auch gut leben. Möchte in solchen Situationen nicht zu viel Risiko gehen. Wir sehen einfach nicht die Übermannschaft, die diese Liga dominiert. So. Monatsauszeichnung für mich, sehr schön. Trainer des Monats. Gibt es hier ein Top-Transfer? Ziel Erik Rastovac wird uns hier empfohlen. Nicht der größte Innenverteidiger, super Deckungswert. Tackling und Kopfballtechnik dürfen auch sehr gut sein. Ist 23 Jahre alt. Das Problem ist, ich kann den, glaube ich, nicht scouten. Doch, geht sogar. Dachte schon, es geht nicht wegen dem. Kamel Cluster 3. Dass das nicht geht, weil wir nur in unserer Region scouten dürfen, aber scheinbar funktioniert. Taggart und Kleckin zuletzt extrem stark. Das ist die Frage, soll man die vielleicht mal vom Beginn weg spielen lassen? Könnte man uns überlegen. Wie schaut es eigentlich mit unserem Ansehen aus? Jetzt, wo wir im Moment so überperformen. Noch immer minimal. Also da tut sich noch nicht viel. Spiele enttäuscht 4. Also die sind von dem 1 zu 2 und von dem 0 zu 1 so entsetzt. Ich meine, wir sind ein Abstiegskandidat. Gut, das waren auch zwei sehr schwache Teams, aber trotzdem. Egal. Kane von Dandela. Zu schwach. Kieran Rooney. Brauchen wir uns, glaube ich, auch gar nicht anschauen, wenn wir das da unten so sehen. Und da haben wir jetzt gerade Bericht über Glentoran. Dreier- bzw. Fünferkette, mit der sie spielen. Werden wir mal schauen, wie wir da klarkommen. Verliehene Spieler. Luke Wilson macht sich scheinbar gut. Ja, sehr schön. Gegnerische Trainer gratuliert mir Lobeshymnen. Kann man natürlich positiv reden, hört man gerne, aber wir konzentrieren uns aufs Spiel. Ausgezeichneter Gesundheitszustand. Interessant. Schöner Erfolg. Verfügbare Spieler für die Reserve. So, wen machen wir da jetzt verfügbar? Ich überlege eben, ob ich Kleckin heute mal spielen lassen soll. Ich glaube, ich gebe ihm die Chance von Beginn weg. Hat eh sehr viel Spielpraxis. Dann haben wir McKenna und Coyle noch auf der Bank. Die können morgen ruhig spielen. Und Taggart und Blair. Also Blair kann gerne immer bei der Reserve spielen. Taggart können wir von mir aus auch verfügbar machen. Übernahmegerüchte bei Portadown. Dort heißt es, der Verein müsste schon ein wirklich überdenkenswertes Angebot erhalten, wenn sie in Gespräche eintreten sollen. Okay, das heißt, warten wir mal ab. Es gibt anscheinend mal Gerüchte. Vielleicht könnte sich da was tun. Wir werden sehen. Gut, Kleckin ist jetzt in der Partie. Taggart lasse ich jetzt mal auf der Bank. Können wir dann machen, wenn wir vielleicht wieder zum 4-2-3-1 umsteigen, dass wir da Taggart spielen lassen und nicht tippen. Aber im Moment würde ich sagen, beginnen wir jetzt mal so. Kleckin hat sich die Einsatzzeit verdient. Vor allem, weil Sally immer wieder sehr viele Chancen liegen lässt. Alles Gute da draußen, habt an diesem Abend Spaß. Ihr zu Hause natürlich auch. Los geht's. Also gegen Glentoran spielen wir. Ich habe gerade vorhin Glentoran gedacht. Kann man natürlich leicht verwechseln. Also Glentoran hat gleich viele Punkte wie wir.
Also bisher tut sie nicht viel ein. Eine Torchance war bei den Gegnern, aber anscheinend eine nicht wirklich gute. Nicht schlecht gespielt. McCloskey kämpft den Ball auch super zurück. Und Gallagher. Sean Gallagher. Sehr schön. Das war ein Hammertor. Super, wie hier der Ball wieder zurückerobert wird. Glendening legt ab und Gallagher mit einem Hammer aus der Distanz. Da gibt es nichts zu halten für den Torhüter. Ansonsten tut sich sehr, sehr wenig hier. Marcus Kane hat was abbekommen bei den Gegnern. Und bei uns Paddy McNally mit Gelb. Und da sieht McNally nicht gut aus, aber Parker macht es wieder gut. Also der war vielleicht wirklich unser wichtigster Transfer in dem Jahr. Mit Knowles würde ich fast sagen. Tabelle sieht schon schön, wenn man da schön aus, wenn man da hinschaut. Versuche nicht zu sehr auf das zu schauen, weil die Saison noch so lang ist, aber es tut schon gut. Geht einfach raus und spielt befreit auf. Gallagher mit dem Seitenwechsel. Jetzt müssen wir auf den Counter aufpassen. Aber wacher Abschluss. Ah, best mit dem Fehler. 1-1, das geht natürlich auf seine Kappe. Den muss er in der Situation wegschlagen. Also das war ein Blackout von ihm. Muss man dem Jungen vorwerfen. Parker kann da natürlich nichts machen. Das geht eindeutig auf seine Kappe. So, Knowles mit Gelb. Da müssen wir jetzt aufpassen. Beziehungsweise, ich überlege gerade, ob ich einfach Taggart bringe. Ich glaube, ich mache das jetzt. Ich muss nur einen von denen auf Verteidigen stellen. Wer ist besser defensiv? Tackling 7. Tackling 13, Sean Gallagher. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl jetzt gerade. Ich glaube, die Partie könnte jetzt kippen. Riesenabwehr von Falconer hier auf der Linie. Michael macht das sehr routiniert. Wird ein bisschen mehr Ruhe reinbringen in die Geschichte hier. Weil jetzt kippt es gerade gewaltig auch von den Torchancen her. Die Gegner plötzlich viel gefährlicher als wir. Aber vielleicht hast du hier mit einem Zehner eigentlich eh ganz gute Chancen, weil der halt wirklich hier in der Mitte von den ganzen Spielern ist und Platz hat. Müssen wir schauen. Viel tut sich nicht. Taggart jetzt mal. Und Konterchance. Murray kann in Ruhe den Ball annehmen. Da stört ihn niemand dabei. Gegner können nachrücken. Wir sind zu langsam. Parker mit einer Riesenparade. Gut aufgepasst von Gallagher. Tolles Tackling, aber dann auch zu schwach rausgespielt. Was ich jetzt einstellen werde, ist Schießen bei freier Bahn, weil wir echt schauen müssen, dass wir irgendwie ein paar Abschlüsse hinkriegen. Gerade in der zweiten Halbzeit funktioniert das gar nicht. Falconer mit dem Pass in die Tiefe, Clark hin.
Kommt da nicht ran. Und McNally fliegt mit Gelb-Rot vom Platz. Okay, das heißt, wir werden auf ein 4-4-1-1-System umstellen. McCloskey muss in dem Fall runter. 4-4-1-System. Und jetzt wird es halt schwierig. Also Pass in die Tiefe können wir drin lassen, wobei Gleckin halt nicht wirklich schnell ist, glaube ich. Mal kurz schauen. 13. Sally ist deutlich schneller, oder? 13 Antritt und 15 Geschwindigkeit. Dann tun wir Sally noch rein. Nach Ballverlust werden wir uns neu formieren. Nach Ballgewinn werden wir trotzdem kontern. Ich werde halt weniger pressen. Das müssen wir jetzt machen, damit wir hier kompakter sind. Und hinterlaufen nehmen wir auch raus. Nur nicht zu viel Risiko gehen jetzt. Beziehungsweise wir werden auch schon das leichte Zeitspiel anmachen. Es hilft nichts. Weil jetzt mit einem Mann weniger wird es halt wirklich schwierig. Nochmal schauen, dass wir dass sie konzentriert sind zu Ende. Falconer mit der Flanke. Die wird abgefangen. Carmichael, Sally. Carmichael. Der war nicht drin. Unfassbare Szenen hier. 89. Minute. Das wäre es natürlich jetzt gewesen. Stattdessen kommt da ein langer Ball durch. Aber war abseits. Parker hat es aber gut gemacht. Carmichael mit der nächsten Chance. Also wir waren sogar nicht chancenlos, muss man auch dazu sagen. Cooney mit dem gleich auch mit dem Versuch, mit dem langen Ball hier. Jetzt nur nichts mehr kassieren. 93. Minute, Cooney klärt nochmal. Carmichael hat ihn, schlägt ihn aus dem Stadion in der Hoffnung, dass einfach kein weiterer Ball mehr hier ist. Gallagher klärt aber auch vor den Strafraum ganz gefährlich. Aber okay, wir holen den heute jetzt ein bisschen ein glückliches X, aber trotzdem gegen einen starken Gegner ist es, denke ich, okay. Ich sage, sie haben heute Pech gehabt. Im Endeffekt stimmt das ja auch, weil der Gegner hatte nicht... Gut, er hatte immer wieder 1 gegen 1 Situationen, aber es war jetzt nicht so, dass sie uns komplett an die Wand gespielt hätten. Und ja, wir haben hier... Heute mal eine schwächere Mannschaft einen Punkt geholt. Ist ganz in Ordnung. McNally jetzt gesperrt. Best steht vor einer Gehaltserhöhung. Das ist natürlich auch bitter, weil wir vom Gehaltsbudget ja schon im Minus sind. So, Cooney wird dann nächste Partie machen. Und dann nehmen wir McAllister mit. Der ja auch sehr talentiert ist, muss man sagen. Und Sally wird nächste Partie wieder von Beginn an spielen. Ich glaube, auch das macht Sinn. Und ich glaube, die nächste Partie geht sich jetzt nicht mehr aus, aber wir können uns zumindest noch ein bisschen vorschauen. Vielleicht tut sich noch scoutingmäßig was. Kann ja auch sein. Ich hoffe, dass Lavery bald fit wird. 5 Wochen sind schon lang. Wenn du offensiv dann niemanden so wirklich hast, der Klasse hat zum Wechseln, das war halt schon sehr angenehm, dass du einen Lavery hast, der gleich stark ist, kann man sagen, wie Carmichael. Schon eine ganz angenehme Situation gewesen. So, und Taggart, derzeitige Fähigkeiten, sieht nicht so schlecht aus. Also, der kommt als vorgeschobener Spielmacher schon ganz gut zurecht, der braucht halt jetzt Einsatzzeit auf dieser Position. Müssen wir schauen, ob wir ihn vielleicht gegen Ballymena United wieder spielen lassen im 4-2-3-1. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd. Wieder gegen einen etwas schwächeren Gegner. Dass wir halt Gallagher dann in dem Fall wieder raustun. War das jetzt Taggart? Achso, nicht Tipton. Steven Taggart. Er könnte ja sogar da hinten spielen. Dem er sich im Moment wirklich gut spielt, wenn wir das jetzt mal machen, wobei ich echt sagen muss, vielleicht sollte man ihn doch wieder auf offensive Mittelfeldspieler einfach umstellen.
Auf Support, weil er einen miserablen Abschlusswert hat. Spielen wir einfach gegen den schwächeren Gegner wieder wie im 4-2-3-1-System. Wir sehen, dass die eine sehr interessante Formation haben. Kann im Zentrum ziemlich gefährlich werden, vor allem, weil sie auch einen Box-to-Box-Spieler haben, der dann mit vorne reingeht. Da kann es leicht zu Unterzahlsituationen kommen. Das heißt, da wäre das 4-3-3 vielleicht dann doch clever. Aber wir werden es jetzt mal so probieren. Wenn wir merken, dass es im Spiel nicht so wirklich gut laufen sollte, dann werden wir eben einfach korrigieren. Aaron Duke verletzt, ohne einen Stangenstürmer, das war der, genau. Dann haben wir nächste Woche wieder Pause. Ist das so? Terminplan? Wow, da haben wir richtig lange Pause. Bis 25., die wir dann überspringen werden. Das heißt, dann würde ich sagen, machen wir einfach den Part jetzt noch ein bisschen länger und machen die Partie jetzt auch noch. Ich glaube, dass das sinnvoller ist, als wenn ich da jetzt mitten im Part einen Cut mache. Das werden wir jetzt so machen. So. Ah, für Knowles anscheinend eine Partie gegen den Ex-Club. So, Tipton werden wir kritisieren für schlechte Training. Best lobe ich jetzt eigentlich Woche für Woche. Werden wir jetzt mal ein bisschen außen vor lassen. Und ich glaube, Freundschaftsspiele werde ich auch keines machen. Wir werden ganz normal trainieren in der Zeit. Mit Ulster Cup treffen wir am 2. Dezember auf die Rectory Rangers. Ganz schwaches Team. Das heißt, da können wir auch vielleicht wieder die Jungen zum Einsatz bringen. So. Also Ballymena United. Taggart ist müde, hat anscheinend gerade noch Reserve gespielt, da müssen wir halt eh Tipton spielen lassen. Oder wir lassen in der Partie im Moment mal das 4-3-3. Moment, ich mach's anders. Den schieben wir da in die Mitte. Da muss ich nämlich seine Rolle nicht umstellen. So. Lassen wir es doch so. Kuni muss in der Innenverteidigung ran. Nächstes junges Talent. Und dann schauen wir einfach, wenn es nicht so laufen sollte, dann lösen wir das 4-3-3, also die Dreierkette im Mittelfeld auf und machen ein 4-2-3-1 draus. So, alles Gute da draußen, habt Spaß. Versucht da wieder nicht so viel Druck auf die Spieler auszuüben. Coole Trikots, schaut irgendwie ein bisschen aus wie Manchester City oder so. Also Tabellenzehnter, das wäre jetzt halt für die Saison ganz, ganz wichtig und cool, wenn wir es schaffen würden, hier 3 Punkte einzufahren. Falconer macht das gut. So, Best hat jetzt ein bisschen Platz. Auch da wieder der Versuch, der Pass in die Tiefe, aber die Pässe sind wirklich schlecht gespielt, das muss man auch echt sagen. Also wenn die nicht über den Verteidiger drüber gehen, dann kann Sally halt auch seine Schnelligkeit nicht ausspielen. Boah, Glanztat von Barker. 4. Minute die erste Riesenchance für die Gegner. Also dieses Pass in die Tiefe gefällt mir irgendwie nicht ganz so gut, muss ich sagen. Bei den Gegnern funktioniert es dafür. Sally verliert den Ball und der Gegner schon wieder alleine vor dem Tor. Wieder schwacher Abschluss von Sally. Zumindest von den Chancen ausgleichen können, aber wir sind halt zu unplatziert. Wir sind da nicht präzise genug. Sally auch im 1 gegen 1, den muss er halt auch machen. Und zumindest schon ein leichtes Chancenplus und ich habe mich, glaube ich, gerade verklickt. Der Leidenschaft zu Ruf funktioniert im Moment nicht.
Parker mit dem weiten Abschlag. Sally macht das sehr gut. Aber schließt dann halt gleich ab. Jetzt die Chance. McCloskey mit der Balleroberung. Und er versucht es einfach gleich mal aus der Distanz. War jetzt auch nicht wirklich notwendig, aber okay. Waren schon mit vielen Distanzschüssen erfolgreich in der Saison. Also soll er es ruhig probieren. Also jetzt haben wir es geschafft, auf jeden Fall das Spiel ein bisschen zu beruhigen und deutliche Chancen plus rauszuarbeiten. Aber sie kommen immer wieder gefährlich vor unseren Torhüter. Also sie sind deutlich gefährlicher, was die Chancen angeht, die Chancenqualität. Gibt es die Ecke für Bellemina? Gut geklärt und die Konterchance Carmichael. Sally muss starten, tut er aber nicht. Dann kann Carmichael halt auch schlecht auf ihn passen. Falconer. Gut gelöst. Toller Ball von Gallagher. Super gespielt und er ist nicht drin. Der geht an die Unterkante der Latte. Beste Chance bisher. Unfassbar. Gut geblockt. Sie kommen trotzdem zum Abschluss. Also das wird noch eine ganz heiße zweite Halbzeit, glaube ich. Sagen mal, dass ich zufrieden bin. Moral oben halten. Und die Variante mit dem 4-2-3-1 überlegen wir uns. Gut unter Druck gesetzt. Glendon ihn klärt, McCloskey hat Platz. Aber wo er hinläuft, das ist mir auch ein Rätsel. Dennoch Konterchance für uns. Knowles, schlechter Pass auf Pest. Und es geht wieder in die andere Richtung. Das ist schade, dass wir da dann so unpräzise sind, auch nicht nur was die Chancenverwertung angeht, sondern auch diese letzten Pässe, die nicht ankommen. Carmichael dieses Mal mit einem tollen Seitenwechsel, McCloskey mit einem nicht ungefährlichen Abschluss. So, Best hat jetzt Platz. McCloskey. Weiß nicht, wieso er da nicht in die Lücke spielt. Das ist... Trauen sie sich dann halt wahrscheinlich auch nicht. Und wahrscheinlich haben sie die technische Fähigkeit auch nicht, den Ball anzubringen, so wie wir hier gerade den Pass vergeigt haben. Und da ist das 0-1. So, jetzt werden wir Taggart bringen, weil der sehr gut in Form ist. Er ist zwar jetzt ein bisschen müder als Tipton, aber er ist halt schon stärker, zum einen. Zielstrebigkeit 3. Zielstrebigkeit ist natürlich auch nicht unwichtig, wenn du im Rückstand bist. Bringe ich doch lieber Tipton. Und wir werden insgesamt die Ausrichtung jetzt derweil mal auf kontrolliert stellen. Schade ist ehrlich gesagt, dass Parker den nicht gehabt hat, weil der Abschluss war jetzt nicht sonderlich präzise. Und... auch schade, dass er hier das Abseits aufgehoben hat. Also der war wirklich nicht gut geschossen. Nächster Pass in die Tiefe, der uns aufreißt. Aber ich nehme jetzt dieses Pass in die Tiefe raus. Mir geht das wirklich schon auf die Nerven, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, die Pässe sind so unpräzise, da sollen sie lieber noch ein paar Pässe spielen und versuchen, sich durchzukombinieren. Kannst machen gegen eine Mannschaft, wo du kontern kannst. Auch da wieder, was macht er hier? Komplett orientierungslos, das nervt mich unglaublich. Ich glaube, der hat noch nicht mal mitgekriegt, dass er am Platz steht. Schaut mal hier die Viererkette an. Was ich schon gemeint habe, ist, dass es im Zentrum sehr, sehr schwierig wird. Dann kommt hier der Pass in die Tiefe. Und eigentlich ist Stimmer näher zum Tor, aber er schaut halt einfach, er läuft rückwärts, schaut irgendwo hin. Es ist wieder typisch, wir spielen gegen die starken Mannschaften gut und werden von den schwachen Mannschaften dann besiegt. Tipton ist da ganz alleine, links raus zu Sally. Abseits. Leider nicht der Treffer. Wir gehen insgesamt auf Offensiv. Ja, hauchdünn. Das kann man doch weiterlaufen lassen. Hat man den Videoschiedsrichter gebraucht. Wo ist Falconer, wenn man den braucht? Zuordnung in der Defensive ist wirklich Katastrophe. Es gibt Ecke auch noch. Hilft nichts, wir müssen jetzt höher stehen. Spielverlauf spielt ihnen halt auch komplett in die Karten. Und abseits. Knowles mit dem Freistoß, aber der Torwart wird ihn drüber. So, wir, dadurch, dass Carmichael müde ist, bringe ich halt Taggart auf rechts. Nicht nur daneben stehen, auch attackieren. Haben wir eh schon aggressiveres Pressing drin, aber es ist trotzdem so passiv, was die Jungs da abliefern. Sally wieder mit der Riesenchance, die er wieder mal nicht nützt. So, es hilft eh nichts, ich bringe Gleck hin. Die Frage ist nur für wen. Ich würde sagen, wir werden Knowles hinten lassen. Also das müssen wir anders machen. Wir werden hier noch einen zweiten Stürmer reinbringen müssen, das hilft nichts. Das heißt, Best raus. Knowles hinten. Ich zwar jetzt nicht begeistert, aber wenn sonst hier ein bisschen, damit wir das da ein bisschen näher dran sind. Also was wir Chancen liegen lassen, das ist halt frech. Wache Flanke von Falconer. Kuni mit dem Fehler. So, was können wir noch machen? Schießen bei freier Bahn, flanken, früh schlagen, Pass in die Tiefe, vertikaler spielen. Wir müssen einfach schauen, dass wir den Ball jetzt irgendwie reinkriegen. Angriffsbreite drehen wir runter, also wir brauchen die Leute im Zentrum. Klauski, wieder abseits. Zwei Abseits-Tore. Bin gespannt, wie knapp das jetzt ist. Okay, das war jetzt deutlicher. Vorhin war ja wirklich gleiche Höhe. Letzten Minuten laufen.
Foul aufgepasst von Kuni, weil das war ein unfassbar schlechter Pass. Aber schaffen sie einfach nichts mehr rauszuspielen. Und das war's. Enttäuschung natürlich riesig, wir verlieren 0-2. Bin alles andere als zufrieden über eure gezeigte Leistung. Muss man mal so sagen. Ja, schade drum. Wirklich schade. Also wir haben zweimal gegen starke Gegner gespielt. Einmal sehr gut gespielt, wo wir eigentlich gewinnen hätten müssen, aber es nicht geschafft haben. Andere Mal waren auch die Chancen da, um mehr Punkte zu einzufahren. Jetzt haben wir im Endeffekt leider nur 2 Punkte in dem Part gemacht, in 3 Spielen. Aber nichtsdestotrotz, Tabelle sieht jetzt nicht so schlecht aus, wie wir hier sehen. Also ja, nur nicht entmutigen lassen. Jetzt haben wir ein bisschen Pause. Die werden wir nutzen. Ich hoffe, dass Lavery dann in Kürze wieder zurück ist, damit wir in der Offensive eine Alternative mehr haben. Und ja, vielen... Das war jetzt eigentlich zu früh. Bin angekommen am Knopf. Naja, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns. Bis dann.